Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Ich habe euch ja letztes Mal diese Karte gezeigt und habe euch erzählt, dass ich den Wobble, der da drunter ist, selber gemacht habe. Es gibt so Wobble auch zu kaufen, so nennen sich die Teile, aber die sind immer so groß. Also ich habe jetzt noch keine kleinen gefunden irgendwo. Den kann man da hinten genau draufkleben, dann sieht man ihn nicht und dann kann der auch so, so hin und her wackeln. Ich finde das so nett. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, weil ich gefragt worden bin, ob ich es zeigen kann, wie man den selber machen kann. Ich habe meinen Kajalstift, der auch sehr gut zum Basteln geeignet ist. Habe schon mal diese Karte vorbereitet. Die habe ich euch letztes Mal schon gezeigt, dass ich die vorbereitet habe. Und wir nehmen diese kleine Eule. Die würde ich gerne hier drauf bringen. Die finde ich so nett. Und die glitzert auch. Sieht man das? Ja. Die werden wir jetzt da drauf bringen. Ich nehme Basteldraht und zwar den aus dem Teddy. Da kann man entweder den hier nehmen. Und ich habe letztes Mal noch mal einen mitgenommen, aber ich glaube, der ist genauso. Da ist nur mehr drauf. Das sind 2x20 Meter drauf und hier sind 3,6 Meter drauf. Genau. Den gibt es auch in verschiedenen Farben, je nachdem, was man gerne drauf machen möchte. Ich würde jetzt fast zu Gold oder nee, eher zu Braun tendieren, weil die kleine Eule ist ja auch braun. Mit was habe ich das abgezwickt? Ich glaube mit meiner Zange. Na. Also ist ganz einfach, Tesafilm brauchen wir noch, ist ganz einfach herzustellen und ja, man hat so einen Wow-Effekt, finde ich. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das Ding hier rauskriegen, den Anfang. Hier sind zwei, ich weiß aber nicht, welches der Anfang ist. Das ist der Anfang. Kommt das wieder da rein? Ach stimmt, das muss ich bei dem anderen auch noch festmachen. Genau, dann drehen wir uns einfach so ein Stückchen ab. Ich bin in der Kamera, ja. Und dann drehe ich, ja, der Vorführeffekt wieder, wie immer. Dann drehe ich das, zwei, drei, 4, 5. 5 Mal müsste eigentlich reichen. Ja, reicht. Schneid den Draht dann ab. Dreh den hier nochmal so ein bisschen rein. Dabei habe ich jetzt das andere wieder rausgedreht. Das ist auch nicht schlecht. So, dann drehen wir das nochmal so ein bisschen rum. Wir können das nochmal ein bisschen zusammenschieben. Genau. Na. Und nachdem das so klein ist, brauchen wir auch noch ein kleines Stückchen Teser. Aber mein Abroller spinnt zurzeit so ein bisschen. Genau, dann wird das einfach hier unten reingeklebt. Da schauen wir jetzt gleich mal, ob das passt von der Größe her oder ob es zu groß ist. Nee, sollte eigentlich funktionieren. Dann wird das einfach da hinten drauf geklebt. Und dann hat man schon den kleinen fast fertig auf der Karte. Dann braucht man noch mal ein Stückchen Teser. Wie gesagt, die sind zu groß und es lässt sich halt genau auf die Größe herrichten für so kleine. Wie gesagt, für so kleine habe ich so Wobbeln dann nicht gefunden. Vielleicht gibt es auch welche, aber ich denke, das ist eine kostengünstigere Alternative. So. Ja, es möchte nicht. Ist schon klar. Dann nehmen wir halt eine Pinzette. Hier haben wir alles da. So, dann schauen wir, dass wir das wieder. Unter das erste da drunter kriegen. So.
Ja, das ist so eine kleine Fummelei, aber wie gesagt, ich finde den Effekt. Eigentlich sehr niedlich. So, jetzt geht es wieder nicht vom Finger ab. So, und dann würde ich sagen, bringen wir die einfach hier auf. Und fertig. Ich finde es so niedlich. Es ist, ich könnte echt stundenlang da sitzen. Und fertig ist der kleine Wobbel. Genau, und die kleine Eule kann sich hier drehen. Genau, so schnell geht es. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, Nachbasteln. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.